Dann lagen wir da und der macht den Ultraschall und wurde sehr ruhig. Hat dann klipp und klar gesagt, ihre Tochter hat Triploidie. Aufgrund des Kopfumfangs, der Ansatz der Plazenta und Verhältnis Kopf-Bauchumfang. Mit dem Befund hat uns dann unser Feindiagnostiker praktisch konfrontiert und meinte, jetzt müssen wir was machen. Aber es ist die häufigste Behinderung, warum es Fehlgeburten gibt. Und ich war so geschockt. Ich gucke auf diesen Bildschirm. Ich sehe sie, wie sie sich bewegt, wie sie nach der Nabelschnur greift, wie sie mit ihren Füßen spielt. Und während er gesagt hat, sie hat eine Behinderung, habe ich mir die ganze Zeit überlegt, hoffentlich sagt er jetzt. So, hoffentlich sagt er einfach, dass sie überlebensfähig ist. Diese Kinder mit einer Triploidie sind behaftet mit einem massiven Wachstumsstörung. Eine so starke Behinderung. Und die können quasi nicht überleben. Ich will gerade aufstehen, habe mein Handy in der Hand wegen dem Text und kriege plötzlich eine Nachricht von meiner Frau, so, ich verliere Fruchtwasser. Meine Fruchtblase platzt und sie ist richtig geplatzt. Es war kein Riss, sie ist geplatzt und es war ein Schwall. Ich gehe nach oben, so, was ist los? In dem Augenblick schlägt sie die Decke hoch, einfach alles voll, alles nass. Ich so, ey. Sie Panik, ich Panik, sie rumgeschrien. Also haben wir den Krankenwagen gerufen. Und dann war natürlich der nächste sehr, sehr eklige Moment, der auch wiederum bei mir auch wieder dazu geführt hat, dass ich noch labiler wurde, weil ich plötzlich so meine Mutter vor Augen gehabt hatte, weil genauso wurde meine Mutter auch rausgetragen. Und das war das letzte Mal, dass ich meine Mutter gesehen habe, weil sie ist dann eine Woche später gestorben im Krankenhaus. So, weißt du? Und dann stehe ich da wieder und denke mir so, ey, Alter. Ich bin wieder da, wo ich nicht hin wollte. Wieder ein Mensch, der mir total wichtig ist. Meine Frau mit unseren Kindern im Bauch. Und so, ich sage, hey, es kann doch nicht sein, Alter. Das war einfach so schlimm.